Herzlich willkommen zu einer weiteren astrologischen Reise. Und heute kommen wir in die zweite Hälfte des Tierkreises rein, und zwar mit dem Zeichen Waage und dem Planeten dazu Venus. Und bei der Waage geht es ja um Ich und Du, da geht es um die Gemeinsamkeit, da geht es um das, womit man sich wohlfühlt, gedanklich, aber auch natürlich mit wem man sich wohlfühlt, menschlich, und was man schön findet. Das ist so diese innere Venus. Und wenn wir jetzt mit dieser Venus arbeiten, erinnerst du dich vielleicht, wir sind der Venus schon begegnet im Stier, denn die Venus ist zwei Archetypen zugeordnet. Beim Stier geht es um den Genuss, um den Körper, um den Besitz, um den Wohlstand. Und bei der Waage Venus geht es eben so ein bisschen um die Sinnlichkeit, kann man sich vorstellen, und um die Schönheit, die Ästhetik, das Genießen des anderen, einen anderen Menschen genießen. Ja. Und das sind so ein bisschen unterschiedliche Aspekte dieser Venus, je nachdem, eben, wo man die nach Waage Venus deutet oder im Stier Venus deutet. Und heute machen wir mal die Waage. Waage ist ja auch das erste Prinzip, eben, wo dir wirklich aktiv Menschen begegnen. Alle vorigen Prinzipien spielen sich so innerlich ab. Die ersten drei, Widder, Stier und Zwilling, sind so manifestierte physische Energien, ist so deine Grundkraft. Und dann von Krebs, Löwe, Jungfrau sind so die seelischen, ist so das Fühlen. Und jetzt kommen wir eben zu den Gedanken und den anderen Menschen, zur Beziehung, dann weiter zur Ehe, wenn wir zum Skorpion kommen. Und da sind jetzt eben dann schon andere Menschen. Da ist das, was uns begegnet im Horoskop. Okay, dann schließ mal deine Augen und atme mal tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und gerade in einer Zeit, wo du vielleicht sozial müde geworden bist, wo dir Leute sehr schnell anstrengend werden, kannst du nun diese Venus-Energie in dir aktivieren. Und diese Venus kommt jetzt mal in einem weißen, hellrosa Licht, strahlend hellrosa Licht zu dir und hüllt dich mal ein. Und du kannst wahrnehmen, dass dich diese Energie beruhigt und etwas weicher macht. Diese Venus bringt dich absolut ins Hier und Jetzt, in die Gegenwart. Denn nur in der Gegenwart ist Begegnung möglich. Nur in der Gegenwart kannst du anderen begegnen. Und kannst du offen sein für neue Inspirationen, neue Ideen. Also erlaube dir jetzt, dich von dieser Venus-Energie ganz in die Gegenwart bringen zu lassen. Und ganz egal, ob du jetzt schon länger in einer Beziehung bist oder vielleicht keine Beziehung hast, erlaube jetzt mal dieser Venus-Energie, dass alte Enttäuschungen von dir abfallen und du ganz offen bist, einer Partnerin, einem Partner zu begegnen oder deinem Partner, deiner Partnerin auch neu zu begegnen. Erlaube dir, die Schönheit in deiner Partnerin, in deinem Partner wieder entdecken zu können.
Erlaube dir auch, wieder Interesse an Begegnung zu haben, neue Leute kennenzulernen, dich auszutauschen und dich diesen Menschen auch zu öffnen und offen auf die zuzugehen. Und aus diesem Bild raus, aus diesem Ich gehe offen auf andere zu, wird jetzt aus jedem deiner Chakren diese Skepsis entfernt, aus deinem Wurzelchakra, deinem Nabelchakra, deinem Solarplexus, deinem Herzen, deinem Halszentrum, dem dritten Auge und deinem Kronenchakra. Darf jetzt mal so diese Venus-Energie durchfließen und die entfernt jetzt mal alle Skepsis, alle Vorbehalte, sodass du dich wieder ganz auf andere Menschen einlassen kannst, sodass du offen für Inspirationen oder neue Begegnungen bist. Spüre jetzt, wie das Licht der Venus alles Dichte, alles Trübe, alles Matte und Erschöpfte in dir erstrahlen lässt. Spüre, dass du offener wirst, dass du dich aufrichtest. Dass du feiner wirst und spüre auch, dass sich dein Haupt heben kann, dass du klarer wirst, dass sich deine Gedanken klären, dass sich alle alten Verwicklungen mit dem Außen ablösen. Immer weiter und weiter zurück, dass du in deinem System wahrnimmst, was inspiriert dich, wo fühlst du dich wohl, mit welchen Menschen fühlst du dich wohl, mit wem umgibst du dich gerne. Und all das nimmst du ganz selbstverständlich wahr. Und du spürst deine Erdung und deine Zentriertheit, die noch vom Widder herkommt. Dieses Das bin ich, das will ich, diese Kraft in deinem Wurzelchakra erlaubt dir jetzt, Kompromisse einzugehen und dich in eine Aura der Inspiration zu hüllen. Du kannst dir vorstellen, dass du umgeben bist von Musen, von inspirierenden Kräften, von Kräften, die dein Leben eleganter, schöner machen, klarer, graziler. Und du spürst, dass du inspiriert wirst. Du spürst Inspiration in dir, Ästhetik, den Wunsch nach Ausgeglichenheit und absoluter Harmonie. Und du spürst, dass du selber in deine Mitte kommst, sodass du ganz harmonisch, zentriert
in dir verweilen kannst. Erlaube dir jetzt, deinen inneren Wohlfühlpunkt zu finden, deine innere Venus. Und vielleicht fällt dir ja ein, in welchem Umfeld du dich wohlfühlst, was du bevorzugst, welche Bilder, welche Musik, welche Gegenstände. Welche Möbel? Und spüre auch, dass es wichtig ist, dass du deine Venus lebst. Dass du deiner Venus mehr Raum gibst hier auf der Erde. Dass du sowohl der zwischenmenschlichen Sympathie, Liebe, als auch der Liebe zu neuen Gedanken, dass diese Offenheit in dir ein Teil ist, ein Teil auch ist, der gesellschaftlich wichtig ist. Und erlaube dir einfach, dass du in nächster Zeit dich nur mit Menschen triffst, die zu 100% in deiner Schwingung sind, wo du zu 100% harmonierst, wo du spürst, das passt so, wie es ist. Und jetzt atme mal tief ein und wieder aus. Und spüre, wie in dieser Leichtigkeit auch das Verpflichtungsgefühl, dass du irgendetwas tun musst oder sein musst oder denken musst, dass das abfällt von dir. Und dass du merkst, dass dieser Wunsch nach Harmonie, nach Ausgeglichenheit jetzt sich mehr und mehr manifestiert, sodass du diesen Ausgleich auf allen Ebenen zu 100% leben kannst. Atme nochmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und erlaube dir jetzt, dass die Venus-Energie dein Herz berührt, dein Herzzentrum nochmal berührt. Sodass du von deiner Mitte aus, von deinem höchsten Licht aus, auch nochmal diese Verbindung und diesen Ausgleich spürst. Aller Alltagsstress ist von dir abgefallen. Du fühlst dich absolut in deiner Mitte und entspannt. Und du erlaubst dir jetzt, in deinem Tempo mehr und mehr wieder ins Hier und Jetzt zurückzukehren,
Bedankst dich bei der Venusenergie, spürst, dass du freier bist, feiner bist. Und kommst in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und spürst, dass du ausgeglichen bist und entspannt. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir bei dieser Reise denn gegangen? Was hast du wahrgenommen? Beobachte einfach mal, was du in nächster Zeit auch für Ideen hast oder wer dir begegnet. Und vielleicht triffst du dich ja mit alten Freunden oder lernst ganz neue Leute kennen. Das ist da durchaus möglich. Und schau einfach mal, vielleicht umgibst du dich auch mal mit Kunst oder Ästhetik oder schaust mal einen Katalog an, schöner Wohnen oder einen Kunstkatalog. Schau einfach mal, was dir deine Venus da so mitteilen möchte und was da so in dir steckt. Ich freue mich auf deine Kommentare und natürlich auch wie immer über einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal und wir sehen uns demnächst wieder aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Jareni. Danke und tschüss.